So, ich darf an dieser Stelle den Herwig Breetz erneut begrüßen. Herwig, wunderbar. Grüß dich. Gruß nach Rostock. Hallo, hallo aus Rostock. Bei uns ist Frühling, die Bienen fliegen, Die alles Bienen fliegen schön. schon. Also, Ja. bei uns ist auch Frühling. Es fängt an auf jeden Fall. Also, das darf man so sagen. Mit Natur spricht schon Frühling, möchte ich mal sagen. Wir haben heute auch was mit Pflanzen zu tun und das ist sehr, sehr interessant. Ich möchte nochmal auf die letzte Sendung zurückgreifen, die wir gemacht haben. Wir haben über die Gralsstädte gesprochen, unter anderem natürlich ein größerer Beitrag über Heilbronn. Ich möchte an der Stelle dir nochmal danken. Das war sehr, sehr erhellend, was wir dort angesprochen haben. Und wir hatten uns ja letztes Mal schon ausgetauscht, dass wir tatsächlich über Bad Wimpfen nochmal sprechen möchten. Und dann tauchte auch in den Kommentaren die Frage nach Bad Wimpfen auf. Und dann haben wir halt uns entschlossen, heute auch mal über Wimpfen zu sprechen. Und Hintergrund des Ganzen ist, das merkt man schon am Wort, ja, Wimpfen und Impfen, ja, das ist nicht zufällig ziemlich gleich. Wer sich an eins der ersten Videos erinnert, die ich auf Blog M je herausgebracht habe, als ich dem Wort der Ursprünglichkeit des Wortes Impfen auf die Spur gekommen bin, da landet man tatsächlich im Land, in der Landwirtschaft und ganz speziell natürlich im Weinanbau. Das Impfen und das Pfropfen, dieses Aufsetzen von neuen Sorten auf eine ursprüngliche Sorte, die mit den Ästen dann zusammengesetzt wird, damit man etwas Neues kreuzt, etwas Neues kreiert, was in Wahrheit dann das Impfen auch bedeutet. Und bei Wimpfen mit dem W lässt sich jetzt tatsächlich auch ein Bezug zum Wein, nehme ich jetzt mal an, herstellen, dass man dann einfach verkürzt hat und gesagt, das ist Wimpfen, weil dort ganz spezielle Sorten unter Umständen hervorgekommen sind. Liege ich da in meiner Annahme soweit richtig? Das genau, das, nur wir beide haben diese Auffassung. Ja. Die Sprachwissenschaftler haben ganz andere Ideen, nämlich gar keine. Wenn ich das mal so bescheiden sagen darf, also ohne die nun herabzuwürdigen. Aber in der Tat ist es so. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was bisher so bekannt ist zum Namen Ja. Wimpfen. Und das können wir uns gleich mal angucken. Wenn du mal das erste Bild starten würdest, Okay, dann dann habe ich mach das mal die aufgeschrieben. Das ist nur Text so. obligatorische Freigabe. Naja, macht immer ganz gut, wenn man nicht nur redet, Naja, jetzt sondern Moment, alles ich auch muss erstmal das zeigt. Bild öffnen. Das ist immer so So eine schön sind Sache. wir beide ja auch nicht. Nur Text, hast du gesagt. Ja, gleich das erste. Ja. So, jetzt muss ich nochmal aufs Zoom gehen. So, jetzt auf die Freigabe. Das ist etwas komplizierter hier. So, und freigeben. So, das Ja. sieht man jetzt. Ich mache es mal größer. Genau. Wir gucken uns erstmal oben an. Also unten habe ich das geschrieben, wie ich mir das dachte, nämlich dass Wimpfen aus Wein und Impfen zusammengesetzt ist. Moment mal Also kurz, es ich kann geht das um gerade nicht diese. vergrößern. Stopp mal kurz, bitte. Doch, jetzt geht's. Nicht Weinbau ist ja in der Gegend da groß, groß geschrieben. Ja. Heilbronn und Wimpfen sind ja solche Weinanbaugebiete. Ja. Nun soll man aber Wein und Wasser zusammentrinken, hat man also Wasser aus Heilbronn, aus dem Brunnen und Wein, und dann mischt man den und dann hat man das Getränk, was ich heute auf dem Tisch habe, nämlich Wasser mit Wein. Also Scholle. Kann man so sagen. Empfehle ich auch jedem Zuschauer. Aber mal zurück zum Thema. Also Wimpfen ist ein alter Ort, da gab es früher ein römisches Kastell und das soll Cornelia geheißen haben. Okay. Cornelia nach der Ehefrau von Julius Caesar wieder steht in so einem alten Lexikon. Später wurde das verworfen, also heute sagt man, wir wissen nicht genau, wie die Stadt hieß, aber Cornelia ist ja da immer noch ein Begriff. Dann in Wimpfen im Tal, weißt Ja. du vielleicht, da gibt es die Hauptstraße, heißt Corneliastraße, und da gibt es dann diese Cornelienkirche. Okay. Und was heißt Cornelia? Cornelia heißt die Gehörnte. Also Okay. ein Ding mit Hörnern, ein weibliches jedenfalls. Muss ja nicht unbedingt ein Mensch sein. Da kommen wir nachher noch drauf zurück. Und dann in alten Chroniken heißt es dann noch, Wimpfen würde bedeuten Weibespein. Ja. Steht auch hier im alten Lexikon Zedler oder in alten Chroniken. Die Hunden hätten dann mal die ganzen Frauen geschändet und dann danach würde der Ort Weibespein heißen. Ja. Naja, lassen wir Gehen wir mal davon aus, dass dahingestellt. eine etwas andere Sichtweise. Ja, die Weibespein, die gibt es zwar wirklich, aber es ist was ganz anderes. Ich habe das da unten schon mal geschrieben. Die Arbeit im Weinberg
ist nämlich eine sehr schwere Arbeit und ist nichts für Frauen. Ja. Das ist meiner Meinung nach die erste Bedeutung von diesem Weibespein, dass da eher Männer arbeiten sollten, weil das eben immer bergauf, bergab, schwer zu tragen und also eigentlich nichts für Frauen. Ja. Aber die wissenschaftliche heute Auffassung von Wimpfen bedeutet Wall am Berg. Hier Ja. gucken wir mal Wikipedia, da sagen sie ja irgendwie keltisch, naja, und dann Wall am Berg. Wall am Berg bedeutet ja gar nichts. Die Stadt heißt ja Wimpfen am Berg Ja. und das erklärt also gar nichts. Ja. Und meiner Meinung nach ist also die erste und die ganz gute Variante dieses Weihen und Impfen, weil das erstens zur Landschaft passt, zweitens auch den Namen ganz gut ausleuchtet und drittens gibt es da die Gaststätte Feierabend, vielleicht warst du da schon mal. Da Die kann man kenne ich, guten ja. Viertel trinken. Das stimmt. Okay, aber uns interessiert ja immer der, oder mich interessiert immer der Stadtplan, ob der vielleicht irgendwelche Erkenntnisse in dem Zusammenhang bringt. Ja. Und da gucken wir uns mal den Stadtplan gleich an und sehen mal gleich ein paar schöne So, Bilder. jetzt Moment, ich muss mal schauen. Ja. Das nächste nämlich. Und das wird viele überraschen. Ist es das? Fangen, ja, fangen wir mal oben links an. Okay. Da sehen wir in der Mitte das Wappen von Wimpfen. Da ist ein Adler, der Reichsadler. Das hier. Das ja. Und der hat einen Schlüssel im Maul, im Schnabel. Ja, genau. Nicht? Kommt ein Vogel geflogen, hat einen Schlüssel im Schnabel. Und der Kopf dieses kaiserlichen Adlers ist ja die Kaiserpfalz dort. Den bildet zeichnet genau die Mauer der Kaiserpfalz, was wir da links sehen. Nicht? Da ist der Schnabel denn links. Ja. Und der Kopf, das ist genau derselbe Kopf wie der oben, der den Schlüssel hält. Meiner Meinung nach bedeutet das, dass man die Position des Adlers einnehmen muss, um das Geheimnis von Wimpfen zu klären. Man muss also so eine Adlerposition einnehmen und von oben gucken. Ja. Also genau das, was ich immer mache, Liegt auf der Hand. das ist hier vorgegeben praktisch. Der Schlüssel zu Wimpfen liegt in der Adlerperspektive. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal die Adlerperspektive an. Dann gehen wir mal unten runter. Ja, da. Und da sehen wir also, erkennst du das Tier? Ein Schwein. Das ist ein Schwein. Also die Altstadt rechts ist also der Schweinekopf. Ja. Und später, die Leute wussten da scheinbar, was das ist und haben hinterher noch angebaut den Schweinekörper. Ja. Nur den Ringelschwanz haben sie sich gespart, aber da ist so ein Kreisverkehr. Siehst du das? Ja. Der ist ein bisschen überzeichnet da, aber auch weiter oben. Ja. Das ist nochmal ein Kreisverkehr. Das könnte also diesen Ringelschwanz andeuten. Jetzt kommt es darauf an, wie alt der Reisverkehr ist. Der ist ganz neu, aber es gibt also Leute, die wissen das. Die sagen das natürlich nicht. Ja. Ein Schwein ist ja aus heutiger Sicht ein bisschen ja, anrüchig vielleicht. Aber Ja. wir werden sehen, dass es in Wimpfen eine große Bedeutung hat, dieses Schwein. In Wimpfen gab es ja mal ein Schweinemuseum oder ein Glücksschweinmuseum. Ja. Warst du da mal? Nee. Nein. Das ist heute nicht mehr in Wimpfen, das ist jetzt in Stuttgart, habe ich gelesen. Okay. Aber vor Jahren war das noch Ja, die in alten Wimpfener werden das noch wissen, nehme ich an. sicher, sicher. Kann man ja auch nachlesen. Und Ja. guck mal, wenn du mal guckst, hinter dem Schwein, da ist so eine Hauptverwaltung, die sieht man ja nur. Ja. Ich nenne mal nicht die Firma, deren Hauptverwaltung dort ist, aber wer sich in Wimpfen auskennt oder wer mal auf den Stadtplan guckt, der kann ja gucken, welche Firma hier am Schweinhintern platziert wurde. Ich will ja gar nicht Ja, mehr. das möge jeder selbst erfahren. Obwohl, komm, ja, machen wir da Werbung oder ist das was Bekanntes? Das ist eine bekannte Firma, ja, und die hat auch mal eine schlechte Presse gehabt, aber ob das jetzt Absicht ist oder Zufall oder ob die einfach gut drauf waren, zu viel Wein getrunken haben, weiß ich alles nicht. Aber es ist durchaus bemerkenswert. Okay. Also mit Wimpfen und Schwein ist wie in Wien. Wien, hatte ich mal gezeigt, ist ein Schweinekopf. Ja. Hatte ich Katharina mal gezeigt, nicht dir. Ja. Jedenfalls in Wien ist ein Schweinekopf, also kommt also Schwien und Wien ist da so ein Reim praktisch. Und das scheint in Wimpfen genauso zu sein. Man hat einfach aus diesem Wien einfach dieses MPF MPF. raus, dann hast du Wien, ja. Weißt du, Wien und da hat man diesen Schweinskopf. Aber was es mit dem Schweinskopf auf sich hat, das wissen wir natürlich noch nicht. Ja. Das erschließt sich nun, also von der Geschichte her nicht. Aber wir gehen mal noch weiter, gucken uns noch weitere Bilder an. Oben rechts. Jetzt mal oben rechts. Da haben wir nochmal die Altstadt in anderer Sicht und da sehen Ja. wir den Kopf von einem kleinen Krokodil. Ja. Schnie, schna, schnappi. Ja.
Das kleine Krokodil. Ne? Da wissen wir auch noch nicht, was es damit auf sich hat. Also wir gucken uns erstmal nur die Bilder an. Und die Kunst ist ja dann, eine Geschichte daraus zusammenzustellen. Das muss ja alles irgendwie einen Sinn ergeben. Ja. Die haben ja nichts aus Dafke gemacht. Das Auge ist hier dieses alte Haus, alte Spital in Wimpfen. Da war früher eine Kirche, Heiliggeistkirche. Ja. Und sonst einfach die Straßen von der Stadt. Das ist jetzt auf dem Kopf, ne? Das jetzt von Norden gesehen, ja. Ja. So ähnlich wie der Adlerkopf, nur der Adlerkopf ist da drinnen. Und Ja. jetzt sehen wir noch Wimpfen im Tal. Und das ist einfach, das ist der Kopf von der Schlange. Das sieht man. Nicht? Ist eindeutig. Nicht? Die Schlange ist wahrscheinlich der Neckar. Und der Schlangenkopf ist eben diese Stadt im Tal. Die Ja. ist von der römischen Mauer umgeben teilweise. Die römische Stadt war ein bisschen größer früher. Die umschloss auch diese Cornelienkirche, Ja. die ja rechts ist. Da ist der Bahnhof hier, Impfen im Tal. Ja. Wimpfen im Tal. Und daneben ist die Cornelienkirche und diese Cornelienkirche. Also Cor heißt ja im Lateinischen Herz. Ja. Und wenn da eine Schlange ist, ist also das Herz der Schlange. Und Korn heißt, Cornus heißt aber auch das Horn. Ja. Cornus. Also können wir davon ausgehen, dass es hier sich um Hornviper handelt. Hornvipern sind in Süddeutschland heute nicht mehr anzutreffen, aber in Österreich gibt es die noch. Wahrscheinlich gab es sie früher auch am Neckar. Okay. Ich weiß nicht, ob du weißt, was der Name Neckar bedeutet. Nein. Es gibt im Lateinischen das Wort necare, töten, oder necator, der Mörder. Okay. Und wenn du jetzt also so eine Giftschlange hast, deren Schwanz der Neckar ist, also ist das ein gefährliches Tier gewissermaßen. Aber ein Tier mit Herz, wie man sieht. Und die Frage ist jetzt, also jetzt haben wir vier Bilder, ein Schwein, eine Schlange, ein kleines Krokodil und den Adlerkopf. Den Adlerkopf, den können wir uns also schon deuten aus dem Wappen. Also wir müssen von oben gucken, aber das alles reicht ja noch nicht, um jetzt die Geschichte von Wimpfen zusammenzustellen. Ja. Und da habe ich mir jetzt mal Folgendes ausgedacht. Wir gucken uns noch ein paar andere Städte an und dann erkennen wir auch, wie das Ganze hier zu deuten ist und was es zur Erhellung des Namens Wimpfen beiträgt. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten. Gehen wir mal zum nächsten und da zwar gehen wir nach Italien. Nee, davor muss noch eins sein. Ne, das ist jetzt durch das Downloaden, das hier. Das hier, Venedig nämlich. Venedig. Venedig, genau. Wer Venedig kennt, der weiß, dass dort am Markusplatz, am Wasser, an diesem Ufer dort, da stehen zwei Säulen. Ganz links oben erstmal, ne? Ja. Da stehen zwei Säulen und auf der rechten Säule, hier vom Wasser aus gesehen, ist der Löwe von San Marco. Sieht man vielleicht schlecht. Habe ich darum eingekreist? Alles Ja. gut. Und links steht der heilige Theodor mit dem Krokodil. Ja. Ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen. Den Löwen, den können ja alle erklären. Ne? Man fährt Ja. nach Also hier das Venedig und Krokodil, das da, hier unten quer liegt, ne? das ist das Krokodil, Ja. genau. Den Löwen, den erklären sie einem ja gut in Venedig, aber wenn man nach dem Krokodil fragt, da kratzen sich alle am Kopf und keiner weiß genau. Ja, muss ein altes Symboltier sein oder sowas. Aber was Ja. das wirklich bedeutet in dem Zusammenhang, weiß keiner. Aber wer Venedig kennt, der weiß vielleicht, dass dort immer das Fest der Sinne gefeiert wird, Fiesta della Senza. Und dann gibt es da eine Vermählung am Meer, so eine Hochzeit am Meer. Und was es mit der Hochzeit am Meer hat, wird einem auch nicht erklärt. Das wird nur groß gefeiert. Und die Frage ist, wer da eigentlich heiratet? Es heiraten also der Löwe und das Krokodil. Muss man wissen, was ist ein Krokodil? Steht in so einem alten Tierbuch vom Physiologus. Hast du vielleicht mal gehört? Es gibt so ein altes Tierbuch, Bestiarium Physiologus. Und da wird beschrieben, ein Krokodil ist vorne ein Löwe und hinten eine Schlange. Okay. Wer nie ein Krokodil gesehen hat, damit der das begreift, hat man das eben so beschrieben. Und wenn du jetzt mal den Stadtplan anguckst von Venedig, dann siehst du vielleicht, da oben ist so eine alte Schrägansicht, da unten habe ich auch mal einen richtigen Stadtplan eingeblendet. Einen modernen. Den hier. Ja, also das Grüne ist gewissermaßen dieses Krokodil, also was wie ein halb Löwe, halb Schlange ist. Ja. Und da oben, das ist praktisch das weibliche Ding. Und da Ja. oben ist eine Art Löwe.
Und sein Fuß ist da, wo hier San Marco ist und so. Und hinten ist der Schwanz denn. Wo ist Die San Gruppe. Marco jetzt nochmal? Hier unten oder San wo? Marco ist da wohl zwischen den beiden Enden des Grünen. Hier. Da, ja, und da gegenüber. Da stehen noch diese Säulen. Okay. Nicht, also wir haben hier praktisch eine Art Löwe und ein Krokodil zusammen. In Italien meinen sie, gehen wir mal nach links, wir kommen gleich wieder zurück dazu. Ne? In Italien gibt es einen Autor, der hieß Benvenuto, glaube ich. Ludovico. Und der war der Meinung, also Venedig würde so eine Art Delfin darstellen. Okay. Ich habe den mal nachgezeichnet, da meint wohl diese Figur hier. Ob das nun ein Delfin ist, weiß ich auch nicht, aber könnte man so annehmen. Könnte man so annehmen, ja. Ne? Aber es ist immer einer der wenigen literarischen Hinweise von Wissenschaftlern zur Figur von Städten. Dieser Italienische meinte also, das wäre eine bekannte Figur in Italien, dieser Delfin. Aber wir kommen nochmal zurück zu dieser Vermählung am Meer. Es ist nämlich so, am Himmel gibt es ja den Tierkreis, jeder weiß das, Löwe und Jungfrau. Ja. Und diese beiden bilden also das himmlische Paar. Und die erreichen irgendwann in der Zukunft, nämlich im Jahr 8000, nach unserer Zeitrechnung, erreichen die ihren Tiefpunkt, ganz unten am Tierkreis am Himmel, am Südhimmel. Da sind sie kaum noch zu sehen. Sie stehen praktisch halb im Meer. Ja. Und diese Situation, das ist meiner Meinung nach die himmlische Hochzeit, die also irgendwann in der Zukunft stattfindet. Und darum feiern die das schon als Vorfeier, praktisch im Vorgefühl auf dieses hohe Fest der himmlischen Hochzeit, das irgendwann Hat einmal stattfindet. etwas dargestellt, was in der Zukunft liegt und sagt, das ist das Bild, auf das wir uns hier in dieser Stadt zubewegen. Genau. Die himmlische Hochzeit, die, also ausgerechnet hat mein Bruder mal vor 22 Jahren mal ausgerechnet, die himmlische Hochzeit, also zwischen Löwe und Jungfrau, die findet im Jahr 8000 statt. Kann man auch ganz gut zeigen. Ich erspare mir das hier mal. Spannend ist jetzt für uns die Sache mit dem Krokodil und dem Löwen. Weil bis 8000 ist ja noch viel Zeit. Und das Krokodil langweilt sich also bis dahin und büxt aus. Und zwar gucken wir mal jetzt nach Verona. Als erstes kommt es nach Verona. Das ist das nächste Bild. Oder hat man das davor? Hier, genau. Machen wir ein bisschen größer. Links. Warte, ah, jetzt habe ich doch Aber durchgeschaltet. links haben wir also die Altstadt von Verona. Ja. Verona ist ja die Stadt, wo Romeo und Julia sich trafen. Und der Fluss hier, die Etsch, ist also die Schlange. Die windet sich da so ein bisschen. Ja. Aber die Stadt selber hat also wie in Venedig so ein aufgerissenes Maul. Ja. Gegenüber ist diese so eine, der sogenannte Borgo, also irgendwie eine Burg oder sowas gewesen. Und die Arena, wo immer die Stücke aufgeführt werden von Shakespeare, da, Romeo und Julia, das ist das Auge dieser Schlange. Hier. Der blaue Ja. Kreis. Und da, wo ich diesen roten, da oben das Rote eingezeichnet habe, Das da? unter Romeo, ja, das ist der Dom. Und das ist also der Giftzahn praktisch, weil sie ja ihr Maul so weit aufgerissen hat. Der Dom von Verona ist also der Giftzahn Ja. dieser Schlange. Und am anderen Ufer, wo ich da Romeo geschrieben habe, da war früher eine römische Stadt und da ist so ein römisches Theater. Und es ist also so, bei Shakespeare heißt es ja, Julia steht auf dem Balkon und er steht unten und singt ihr da was vor. Ne? Aber in Verona ist es in Wirklichkeit umgekehrt. Romeo sitzt also in diesem Theater oben auf dem Rang und guckt runter auf Julia. Nun ist die Frage, was heißt eigentlich Romeo? Weißt du das? Romeo kann man nämlich, man denkt ja der Römer, ne? Ja, denkt man von Rom. Aber wenn man das jetzt ägyptisch liest, nämlich und zwei Wörter daraus macht, heißt das also Ro und Meo. Ja. Und Ro würden die Ägypter lesen Leo. Die macht nämlich keinen Unterschied zwischen R und L. So wie Chinesen, die sahen ja nicht, die sahen Lippe und sahen Ja, Rippe. ja. So sagten die Italiener, die Ägypter auch sowas, zwischen R und L und das also Leo. Und Meo kommt von Mai. Und heißt einfach verliebt. Oder auch ein liegender Löwe und sowas. Der verliebt liegende Löwe heißt also Romeo. Nicht, wir haben also die Situation von
von Venedig hier übertragen nach Verona. Er hat also die Julia wieder eingeholt und beobachtet sie, was sie nun wohl macht. Und sie versucht also da diese Burg da zu verschlingen, weil sie ja ausgebüxt ist und auch mal was essen muss. Also Naja. ganz praktisch. Aber bei Shakespeare kriegt er sie auch nicht, diese Julia, die springt ja, nee, die nimmt sich das Leben. Ja. Also bei Hamlet gibt es ja diese Ophelia, vielleicht kannst du dir erinnern. Ja. Und Hamlet sagt zu Ophelia, springt doch, geht doch ins Kloster, und sie springt dann ins Wasser. Ja. Ophelia ist aber nur ein anderer Name für Julia. Ophelia ist nämlich die heilige Schlange. Und Ophelia springt also ins Wasser, aber die ertrinkt natürlich nicht, sondern die schwimmt einfach weiter. Und hier ist es genauso mit Julia. Julia ist ja der Name von Julius Caesar. Also wir haben hier, wie bei Cornelia, Cornelia ist die Frau von Julius Caesar, und hier haben wir die Tochter von Julius Caesar, sowas. Also es, wir bleiben immer in diesen kaiserlichen Gefilden. Okay. Julia flüchtet also weiter irgendwie über die Alpen. Eine Schlange kann ja ohne weiteres auch krabbeln. Die kommt also über die Alpen und über die Donau bis nach Tübingen zum Neckar. Da gucken wir mal. Rechts Tübingen. Warst du schon mal? Tübingen kennst du Ja, bestimmt. klar. Nicht? Und da sieht man, dass ihr Hunger nicht gestillt wurde. Denn hier ist schon wieder ein Drachen, so ein Kopf von so einem Untier im Wasser, das hier dieses Schloss Hohentübingen verschlingen will. Ja. Sieht man das? Also rechts geht der Schwanz, und der geht dann in den Neckar rein. Ja. Und der Neckar ist ja wie gesagt, der Mordfluss. Und also sie will jetzt da oben dieses Schloss endlich einnehmen, und ihr Auge ist hier diese Kirche da vom Wilhelmstift, wie immer die heißt. Und vielleicht kannst du dir einen Sinn, der Bürgermeister von Tübingen, also ein komischer Mensch, wir müssen ja seinen Namen nicht nennen, Palmer. der hatte mal gesagt, natürlich benutze ich das N-Wort. Kannst du dich entsinnen an so eine Meldung? Ja. Da ging es um Neger. Er hat aber nur gesagt, das N-Wort. Und er muss ja das N-Wort aber benutzen, weil das N ist bei ihm der Neckar. Der Neckar, der fängt immer mit N an, und alte Sprachform von Neckar heißen Negger. Ja. Also das ist wie Rio Negro, der schwarze Fluss, in dem die Mörderin schwimmt. Also Neckar ist der schwarze Fluss, und wer also in Tübingen wohnt oder in Stuttgart oder in Heilbronn oder Wimpfen, der muss immer Neckar sagen. Der kann also nicht sagen, ich sage nicht mehr Neger. Der Ja. kann er seinen Fluss ja nicht mehr benennen. Da sieht man also, wie verquer das alles ist. Also gehen wir mal zum Namen von Tübingen. Keiner weiß, was Tübingen heißt, aber manche sagen, es heißt Zwingburg. Naja, Zwingburg. Oder manche sagen, es kommt von einem früheren Helden, der Tuvo hieß. Tuvo ist gar nicht so verkehrt, weil Tuvo klingt so wie Deus, Gott. Aber eigentlich kommt es meiner Meinung nach von Tuban. Tuban ist nämlich der Hauptstern im Drachen. Gibt so ein Sternbild Drache, Ja. und da gibt es der Alpha-Stern, der ist nicht der hellste, aber der war früher mal der Polarstern. Vor vielen tausend Jahren, also vor etwa 3.000, 4.000 Jahren, war das der Polarstern. Und der heißt also Tuban, und Tuban heißt nichts anderes als Drachen. Manche sagen, es heißt Taube, die Taube auf dem Drachen hinten. Aber hier haben wir also, in meiner Meinung nach ist dieses Wort, also Tübingen, der Name Tübingen, gebildet von dem Namen des Sterns Tuban im Drachen. Und darum ist hier auch so ein Bild von so einem komischen Drachen zu sehen. Ha. Okay. Also ich kurz mal so zwischendrin. Es sind Ähnlichkeiten in den Stadtplänen zu finden. Verona, Tübingen, Wimpfen Venedig. und Venedig, was wir bis jetzt hatten, unbestritten. Ich bin gespannt, wo uns das Ganze hinführt. Na, wir gehen dann nach Wimpfen, klar. Jetzt hast du hier noch was von Hannover stehen bei Verona. Ja, das mal nur nebenbei. Also die Stadt Hannover, da weiß man nicht genau, warum sie auch Hannover heißt. Meiner Meinung nach ist das ein Anagramm von Verona. Du liest von rechts Anno Ja. und von links Fer. Dann hast du also Hannover. Dann haben sie noch ein H davor gesetzt, Hannover. Es hängt damit zusammen, die Welfen, die da in Hannover regierten, die stammten ja aus Italien. Ha. Die Welfen sind Italiener, also
das Geschlecht der Welfen und der Ghibellinen, die haben sich da ständig bekämpft in Norditalien. Und die Welfen sind also nach Norddeutschland ausgewichen und nach Hannover und haben da den Namen von Verona übertragen nach Hannover. Okay. Aber das nur am Rande. Interessiert uns jetzt hier nicht so. Ja, wer weiß, wo uns das hinführt. So, gehen wir mal weiter. In Hannover ist übrigens auch so ein Wassertier im Grunde. Naja. Venedig hatten wir schon, jetzt gucken wir uns mal nochmal Wimpfen an. Wir Das ist kommen das. nach das ja. Wir kommen eben noch zu einer anderen Bedeutung. Nee, noch eins davor. Die Bienen lassen wir mal noch. Dieses hier, genau. Da gehen wir mal oben links nochmal. Da sehen wir, oben links, ja. Da sehen wir die Kirchen von Wimpfen, die alten Kirchen. Ja. Also vier Stück, was jetzt oben ist, auf dem Stadtplan, aber eigentlich unten, das ist die Heiliggeistkirche, in der Mitte das Spital. Rechts ist dann diese Stadtkirche und links, unten ist diese Pfalzkapelle. Okay. Nicht? Und das ist also das Sternbild Krebs. Aha. Sternbild Krebs. Dann fragt man sich auch, was hat Wimpfen jetzt mit dem Krebs zu tun? Das hängt dann mit zusammen mit dem Mittelteil, mit dem Spital. Zeig mal bitte nochmal da in der Mitte, was ich hier gelb im Stadtplan eingekreist habe. Das hier? Das Spital und Ja. im Sternbild Krebs, da ist dieser gelbe Kreis, ist so ein Sternhaufen und der nennt sich der Bienenkorb. Okay. Und wenn du jetzt, merkt man es einfach mal, den Bienenkorb im Krebs. Also nicht der Krebs ist hier wirklich wichtig, sondern der Bienenkorb. Jetzt gucken wir uns mal unten diese Konstellation an, wo der Krebs ist. Er ist hier. Der ist da, ist ja auf dem Tierkreis ein Sternbild. Und unter dem Krebs und unter dem Löwen ist die Hydra. Der Drache, die Schlange, das Krokodil. Genau, das Wasser, diese Wasseruntier. Und über dem Wasseruntier ist der Löwe. Der Löwe will also die Hydra fangen. Sieht so aus, nicht? Oder bekämpfen oder wie auch immer. Ja. Also so, im Frühjahr kommt die Hydra ganz hoch und der Löwe scheint sie dann runterzudrücken bis zum Sommer. Also Aha. das Hochwasser kommt im Frühjahr und der Löwe, die Sonne bewirkt dann, dass es wieder zurückgeht, das Hochwasser. Hier Ja. rechts habe ich das mal auf einer richtigen Sternkarte dargestellt, auch mit diesen Bildern. Das ist also links das Sternbild Löwe, dann der Krebs und unten die Hydra. Die Und Wasserschlange, ne? die Wasserschlange, genau. Ja. Und im Krebs habe ich da mal den Mond dargestellt. Der Mond geht ja am Tierkreis lang und zwar durch den Krebs zum Beispiel. Er geht auch durch den Löwen durch alle diese Tierkreisbilder. Ja. Aber der Mond ist hier wichtig, weil hier nämlich jetzt das Geheimnis von dem Schwein liegt. Jetzt gehen wir mal noch hoch weiter, bitte. Den Löwen haben wir in Wimpfen ebenfalls. Der Löwe ist, da gibt es einen Löwenbrunnen. Ja. Zwar genau da, wo das Maul von dem Schwein ist, wo das endet, da ist der Löwenbrunnen. Hier. Vor dem, Ja, Moment, das da ist jetzt der rein, da Adler. rein und wo da, vor dem Spital da. Ja, genau. Genau da. Da Da steht der steht ein Löwen. Löwenbrunnen, okay. Da steht der Löwenbrunnen. Und dann gucken wir mal noch weiter nach rechts. Gehen wir mal nach Wimpfen rein. Und da sehen wir, dass das Schwein, was wir im Grundriss gesehen hatten, das gibt es also noch zweimal in Wimpfen, und zwar in Wimpfen im Tal. Diese Darstellung von dem Schwein, das ist genau dieselbe wie im Grundriss. Nicht? Ja. Das Schwein hat das Maul offen, dass der Schweinekopf ist, also die Altstadt, und der Körper hinten ist diese Neustadt da hinten, die was angebaut wurde. Und oben ist das Grabmal der Anna von Ehrenberg. Und Ja. die hat also neben ihrem Kopf dieses Schweinchen da links. Ja. Genau. Was ist das? Das sieht auch aus wie. Das ist die Adlerschwinge und der Adlerkopf. Ja. Das ist nochmal das Wappen von Wimpfen. Okay. Nur anders dargestellt, ohne Schlüssel. Hier ist Okay. also das Schwein der Schlüssel. Okay. Oh. Okay. Nun ist das Schwein für uns ja eher so ein unreines Tier, weil auch für Juden und Moslems ist es unrein. Ja. Und die Schweinezucht ist auch ein bisschen verpönt, weil die Schweine werden ja so mit
und alle möglichen Antibiotika vollgepumpt und sowas, ne? Aber wie Ja. auch immer, früher war ein Schwein durchaus ehrenwert, denn Schweineschlachten war Frauensache und die alten Ägypter zum Beispiel, da schlachtete man Schweine zu Ehren der Göttin Isis. Okay. Und zwar war die oder der Diana, und Diana war hier als Mondgöttin. Das ist jetzt blöd wegen dem Moment mal. Ja, guck mal. Aber wenn wir jetzt mal an Diana denken, das heißt, in der alten Chronik von Wimpfen habe ich gelesen, es soll da mal einen Diana-Tempel gegeben haben. Okay. Und Diana ist aber nichts weiteres anderes als Diana. Ja. Und dieser Ehrenmann, Diana. Diana. Und dieses Grabmal ist also nicht einer wirklichen Person gewidmet, sondern ist zu Ehren der Diana, die Schweine schlachtet. Die Anna, die Schweine schlachtet. Nicht? Und das ist eine ehrenhafte Sache, die heißt ja von Ehrenberg. Und das Ja. schönste Fachwerkhaus in Wimpfen heißt ja Ehrenberghaus. Hier rechts sieht man auch mal, dass also der Mond mit dem Schwein zusammenhängt. Da habe ich mal so ein Plakat hier gefunden. Da machen welche einen Mondschweinbummel. Und wenn du mal unten guckst, ganz unten habe ich da so einen Text dazu geschrieben, mal Ja, warte. aus der Wikipedia. Da heißt es über Ägypten nochmal, dass also Schweine zu Ehren der Isis geschlachtet wurden. Obwohl das Schwein meist als Opfer verpönt war, da es als Unheil schlachte man es bei Mondfesten, Vollmond. Dann brachte man es den Mondgöttern dar. Genau. Ha. Und nun haben wir also das immer noch das Problem mit dem Schwein noch nicht gelöst. Vor allem diese Figur da. Warum ist in Wimpfen an der Peterskirche da dieses Schwein? Offiziell gilt es ja als sogenannte Judensau. Ja. Und auf Judensau bin ich ja mittlerweile Spezialist geworden. In meiner Heimatstadt Brandenburg gibt es auch so eine ähnliche Figur. Ja. Und ich habe die also eindeutig entschlüsselt als astronomische Darstellung. Ja. Dieser Mann mit dem spitzen Hut, das ist also Kepheus, hatten wir schon öfter mal. Der Bienenkorb, was war noch zum Vogelfang, der Vogelfänger benutzt diesen Korb und ist so ein Mensch, ein Kopf mit einem spitzen Hut, Ja. die Pyramide und was da alles dranhängt. Und hier ist also genauso. Wir sehen hier also diesen Kepheus, der das Schwein zubereitet. Also der schlachtet das nicht, sondern der redet dem gut zu. Und wenn wir jetzt sehen, dass der Mond das Schwein ist und das Schwein im Krebs, der Mond im Krebs Ja. als Schwein, dann haben wir jetzt den Höhepunkt erreicht und das lösen wir jetzt gleich auf mit dem nächsten Bild. Nee, Friedrich Hölderlin ist erst ganz am Schluss dran. Hier. Da kommen wir nämlich nochmal zu dem Namen Wimpfen zurück. Wimpfen kann man nämlich noch ganz anders auflösen. Und zwar gibt es ein lateinisches Wort Wiemen. Ja. Und Wiemen ist ein Korb aus Ruten. Wenn man jetzt den Wein, den muss man ja kürzen, im Juli-Schnitt an Reben, vielleicht ist ja das ein Begriff, da hat man solche langen Ruten. Ja. Aus diesen Ruten flicht man Körbe. Und diese Körbe benutzt man zur Weinlese. Aber Ja. man kann auch daraus Bienenkörbe machen. Und wir haben ja, also das Wort Wiemen wie als Bienenkorb und dann haben wir das Wort Imme. Bei euch, wie bei uns, hat man im Gegensatz zu Mitteldeutschland zu Bienen immer Imme gesagt. Ich kenne das. Nicht? Der Imker heißt ja auch immer noch so. Ja, Imker, Imme, genau. Und hier haben wir also die zweite Bedeutung von Impfen. Wenn die Biene nämlich sticht, dann haben wir Impfen. Das Stechen der Biene ist also eine Art Impfen. Ja. Und wenn wir das Wimpfen nehmen und einfach das W nach hinten setzen, dann haben wir Impfen tut weh. Ja. Ist klar, ein Bienenstich ist schmerzhaft für den, der das nicht gewöhnt ist. Ja. Also ich kriege ja jedes Jahr so 100 Stück und da bin ich das gewöhnt. Ne? Ja. Aber ein normaler Mensch, der schreit erstmal auf. Das ist also Weiberpein Nummer zwei. Früher haben ja nur alte Männer geimkert und wenn also eine Biene gestochen hat, dann haben die Frauen immer ganz schön laut geschrien. Ja. Und darum könnte dieses Weiberpein also genau auf diese. Das ist jetzt mein Kater Bocco hier. Ja, wie heißt der? Bocco. Bocco ist japanisch und heißt ich.
Das war nämlich der ist der größte und der frisst am meisten. Na dann. Also Wimpfen, kriegen wir das jetzt hin? Also wir müssen jetzt zum Schwein zurückkommen. Was ist das Schwein? Das Schwein ist ein Anagramm von Johannes. Aus dem Wort Johannes kann man ein Anagramm bilden und dann heißt es Johannes. Schoain. Schoain. Ja, Schwein. Schwein. Und dieses Spital in Wimpfen wurde also bitte erst eine Weile betrieben von den Johannitern. Und Johannes ist immer dieser Lockvogel, die Lockspeise, um die Schlange anzulocken. Der Löwe in Bad Wimpfen steht auf dem Brunnen und will jetzt, wie in Venedig oder in Verona, will er jetzt den Drachen sehen, ne? Ja. Also die Schlange fangen da unten im Tal. Und da braucht er also eine Lockspeise. Und dazu liegt der Schweinekopf da. In Wimpfen, auf dem Berg. Und die Schlange, weil sie ja immer noch Hunger hat, sie ist ja immer noch nicht satt. Ja. Und will also, die muss also jetzt auf den Berg kriechen. Und wenn sie da hochkommt, dann muss sie in den Schweinekopf rein. Und dort steht ja der Korb, nämlich das Sternbild Krebs, haben wir in den Kirchen, das Spital. Und das Spital bildet also diesen Bienenkorb. Jetzt muss man also vom Himmel runternehmen, den Bienenkorb in die Stadt Wimpfen. Das Spital ist der Bienenkorb. Und wenn die Schlange aus dem Tal in den Schweinekopf reinkrabbelt, dann beißt das Schwein zu und die Schlange steckt im Bienenkorb. Und der Bienenkorb wird zum Schlangenkorb. Dann hat der Löwe sie endlich gefangen. Leuchtet das? Ich Ja, habe das mir das leuchtet schon, ein. ich habe mir das zusammengereimt, aber wenn jemand eine bessere Idee hat, dann habe ich auch nichts dagegen. Aber ich finde es ganz witzig. Guck mal, und wenn wir es noch oben zu dem Wieben, ich habe das nicht zu Ende erklärt. Wir haben ja im Ägyptischen die Hieroglyphe für den Buchstaben F ist eine Hornviper. Hatte ich schon mal erklärt in Parseval, kann Sinn sehen, da war eine Ja, ja, ja. Frühphase, da habe ich gesagt, der F-Riese, das ist der Schlangenträger. Und F. Also diese Schlange unten, diese Hornviper, Cornelia, die steht also für den Buchstaben F. Und wenn du jetzt in diesen Korb den Buchstaben F einfügst, wie in der dritten Zeile hier, die Schlange soll ja in den Korb, Ja. in den Wiemen, dann kommt ein Wimpfen raus und dann ist die Schlange im Bienenkorb. Also wenn man die Geschichte also so liest, von Venedig, verfolgt also der Löwe die Schlange bis nach Wimpfen und in Wimpfen hat er sie endlich. Und dafür braucht er das Schwein. Und zu Erden. Und naja, der Mond zieht dann weiter und dann der Mond verdeckt also diesen Korb, weil er im Krebs steht. Ja. Und dann erkennt die Schlange nicht, dass es eine Falle ist. Nicht, weil der Mond verdeckt das. Und wenn der Mond weiterzieht, dann zack, hat sie Pech, ist sie in der Schlange, im Korb gefangen. Also ich finde es eine ganz witzige Geschichte. Aber jemand wollte wissen, was Wimpfen ist, dann haben wir ihm jetzt mal erklärt. Also. Okay. Ist mal zum Sonntag nicht immer so ernst, nicht? Ja. Aber die Wir sind Leute, durch. die, ja, wir können noch mal an Friedrich Hölderlin erinnern, der ja so ein Gedicht über den Neckar geschrieben hat. Moment kurz. Damit das ein bisschen poetisch wird, noch zum Schluss hier. Ich mag ja Friedrich Hölderlin, das ist ein großartiger Dichter. Nicht? Da steht, also alles prüfe der Mensch. Also wem das hier nicht gefällt, der möge das prüfen. Aber er soll auch denken für alles und danken für alles, was er lernt. Und das als die Freiheit verstehen, aufzubrechen, wohin er will. Denn was bleibt, das stiften die Dichter. Ja. Also die Welt ist nicht so profan und unpoetisch, wie man so denkt. Die Leute haben sich früher viel Mühe gegeben und haben daraus solche Lustien oder weniger Lustien Geschichten auf Erden und am Himmel gemacht, damit man sich gut zurechtfindet und auch ein bisschen Spaß hat im Leben. Und am besten man trinkt Wasser und Wein, dann hat man die richtige Stimmung dafür. Wein, Weib und Gesang. Herrlich. Also ich muss dir sagen, ich bin gerade, ja, du schaffst das immer wieder. Ja? Also ich kann es nochmal sagen. Also das ist,
Jedes Mal kommen wir auf Dinge, die ich in irgendeiner Form so nicht erwartet habe. Wir haben jetzt angefangen mit Wimpfen, Wein, Impfen, das war auch alles irgendwo passend. Aber das, was du da jetzt gerade abgeleitet hast, mit all dem, ja, das ist schon wieder so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Da wird es ja mit Sicherheit noch mehr geben, was das Ganze belegt, ja. Also da, jetzt nur den Stadtplan angucken und sich da eine Geschichte ausdenken. Ich bin mir hundertprozentig sicher, du liegst da vollkommen richtig. Ja, da bin ich mir absolut sicher. Das fühlt sich für mich auch so an. Und ich kann an der Stelle nur sagen, einfach ja, immer wieder neugierig bleiben, immer wieder aufmerksam sein bei all dem, was man da sieht. Und das ist erstmal nicht so, wie es scheint. Ja, und ich bin mir hundertprozentig sicher, da macht man da ein paar Wimpfen, vielleicht noch irgendwelche Touriführungen und erklärt irgendwas über das Schwein, was da hängt, ja, in irgendeiner Form. Da Ja, kommt genau, keiner drauf. Verstehst die du? streuen sich am Arsch aufs Haupt und oh, was sind wir für böse Leute? Wir haben hier so einen Judensau. In Ja. Wirklichkeit ist das eine spaßige Figur und hat überhaupt nichts mit Diskriminierung von irgendjemandem zu tun. Okay. Das ist einfach Ja, nur. also es ist einfach etwas wie eine Art Sprache. Ja? Also man könnte, weißt du, nach dem Kriterium müsste man sagen, naja, weil das B gerade scheiße ist, streichen wir das aus dem Alphabet. So in der Art, ja. Und es ist einfach die Art des Ausdrucks aus jener Zeit gewesen. Da ist überhaupt keine Wertung drin. Man hat einfach versucht, etwas darzustellen. Und möglicherweise, weißt du, das kommt mir jetzt mal so langsam, möglicherweise sind all den Stadtplänen vielleicht eine viel, viel größere Geschichte angelegt, als wir uns das vielleicht irgendwie vorstellen können. Wenn du hier schon sagst, es geht um die Hochzeit dieser beiden Sternbilder, die in 8000 Jahren stattfinden soll, dann hat man dort mit einer gewissen akribischen Arbeit weltweit versucht, etwas darzustellen in irgendeiner Form. Ja, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Generationen vor uns das mit Sicherheit auch ja, wahrscheinlich auch bekannt war. Weil wenn die heute noch so ein Mondfest da feiern, so ein Schweine-Ding da an den Mondschweinfest, Mund, ja. ja, wo kommt das her? Das muss man doch hinterfragen, dass man einfach sagt, das muss ja irgendeinen Bezug mit Bad Wimpfen haben. Aber das Mondschweinfest ist nicht in Bad Wo Wimpfen. ist das? Das ist irgendwo in Niedersachsen. Also, Niedersachsen. Ja, aber sowas in der Art, ja. Da muss man sich aber die fragen, Idee ist warum. natürlich weit verbreitet. Ja, Es gibt ja wo. sowas wie Kulturaustausch, also zwischen Italien und Deutschland ja sowieso. Ja. Und Wimpfen am Neckar, da saßen ja auch die Römer. Und diese Traditionen sitzen ja sehr tief. Nicht? Dann sind also schon Verbindungen und auch, also das ist für mich viel zu eindeutig, als dass man sagen kann, da wäre jetzt irgendwie zufällig was drin. Ich weiß, man kann in den Stadtplan alles Mögliche reinzeichnen. Ja, das ist schon mal so. Aber wenn man sich gerade so wie du in der Symbolik, auch mit der Mythologie bestimmter Tierdarstellungen und die Sternbilder vor allem, auch die Kirchen, die schon so positioniert sind, dass das gar nicht anders sein kann. Ja, also da frage ich mich immer noch, wie kann man denn so blind sein und das nicht sehen als Wissenschaftler? Naja, ich Ja. glaube nicht, dass es in Wimpfen Leute gibt, die das wirklich verstehen. Aber vielleicht doch die eine Dame, die da geschrieben hat im Möglicherweise. Kommentar. Schönen Ja. Gruß an die Also da Dame. kann ich mir jetzt vorstellen, dass die eine Dame aus Bad Wimpfen das dann auch den anderen Bad Wimpfern dann vielleicht mal zeigt. Ja, Vielleicht, das ja. wäre ja eine Idee. Unter Umständen entsteht ein ganz neuer Brauch oder es kommt vielleicht sogar noch was zutage, was schon lange irgendwo geschlummert hat. Das möchte ich an der Stelle einfach auch mal so sagen. Andererseits, ich glaube ja nicht, dass man mich zum Hasenmahl einladen wird nach Heilbronn oder so. Das kommt ja, Moment, das würde ich so nicht sagen. Es steht ja da, man weiß nie, wer eingeladen wird. Ja, ob Freund oder Feind. Und das fand ich auch sehr interessant. Ich bin gerade mal zur Sendung von Heilbronn zurück und dass der Hase im Chinesischen tatsächlich der Ausdruck für Diplomatie ist. Ja, gute Ja, Sache. also ganz, ganz, ganz interessant. Ja, das hat ja jemand da in den Kommentar reingeschrieben und auch gedacht habe, dann macht das auch noch Sinn, ja, weil man den Feind einlädt, dass der dort reden kann. Das ist ein Zeichen der Diplomatie. Ja, und vielleicht wäre es mal an der Zeit, dass man Putin oder Selenskyj an einen Tisch bringt oder irgendwas in der Art, ja? Mal zum Hasenmahl Mal einladen. zum Hasenmahl einladen. Na, das wäre mal ein Ding. Okay. Okay. Also so viel zu Baden-Württemberg erstmal. Ich habe noch mehr auf Lager. Ich könnte auch über Rottweil reden und über was ist da noch Also, Offenburg und sowas. Herwig, Aber später mal. jederzeit gerne. Das ist ein Thema, das fasziniert mich auf das Wissensmark. Das möchte ich an der Stelle ganz klar sagen. Ich bin wirklich wahr, möchte ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Und gerne. Und du hast mittlerweile, denke ich, auch über Blog M eine, wie sagt man auf Neudeutsch, eine Community erreicht. Unglaublich. Bin mir sicher, das wird wieder genossen, was wir hier gemacht haben, Ja. bis zur letzten Sendesekunde. War ja auch ein bisschen spaßig. Na Ja. dann, Herwig, ganz großes Demnächst Kino. dann vielleicht in Japan. Demnächst machen wir mal Japan, genau. Das wollten wir ja eigentlich jetzt machen, aber da haben wir gesagt, jetzt machen wir Bad Wimpfen zuerst, dann haben wir die Ecke wenigstens mal fertig. Ne? Genau. Okay. Mach's gut, Gruß nach Rostock, danke fürs Zuschauen Tschüss und nach denn. Tschüss an draußen. deine Bis. Frau.